Moin Moin und hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier aus dem Nils TV Homeoffice Studio. Ich bin euch noch eine Folge, mindestens eine Folge Flotsam schuldig. Warum? Einfach weil ich Bock drauf habe. Ich habe Bock das weiterzuspielen und warum soll ich das alleine spielen, wenn ich euch einfach mitnehmen kann? Deswegen ja, herzlich willkommen bei meinem kleinen Flotsam Stream hier von zu Hause. Wir gehen mal eben hier ins Bam, ins Bild und ich bin jetzt hier unten links. Hallo Leute. Einige Leute haben gesagt, sie gucken gerne über Tablet. Und da soll das wohl besser sein, wenn ich da unten links bin, hier wo ich jetzt bin und nicht da irgendwo anders. Von daher schreibt mir gerne in die Comments, ob das ein guter Ort für mich ist oder ob ich umziehen soll mit Sack und Pack woanders hin. Also, herzlich willkommen zurück bei Flotsam und ich zeige euch mal eben, wo wir jetzt nochmal sind. Hier waren wir. Ich muss auch erstmal selber reinkommen, weil es für mich auch eine ganze Weile her ist. Da waren wir schon, da ist so eine grüne Fahne drauf. Immer wenn man einen Ort schon erkundet hat, dann wird da eine grüne Fahne aufgestellt. Heißt hier, diese Orte haben wir noch nicht. Ich weiß nicht, wie viel Content dieses Spiel mir noch bietet. Ich habe das Gefühl, ich habe ziemlich viel schon gemacht, aber ich bin noch nicht am Ende. Ich habe noch Lust und ich will noch ein paar Sachen machen. Es gibt noch ein paar Orte hier, die ich mir anschauen kann. Und vor allen Dingen kann ich mein Floß noch ein bisschen größer bauen. So, da ist nämlich jetzt mein Floß. Und es gibt noch ein paar Sachen zu erforschen. Und das Erste, was wir jetzt erstmal machen, bevor wir was anderes machen, war nämlich das hier. Dieses Drying Rack hier, das entferne ich einmal, weil ich möchte gerne, dass dieser Steg hier nicht ins Leere läuft, sondern hier Anschluss findet, damit die Leute dann dementsprechend auch quasi, wenn ich jetzt hier noch was baue, dann müssten die immer komplett diesen Umweg laufen und das will ich denen nicht zumuten. Deswegen werde ich das hier demontieren und ich sehe auch, ich bekomme 4 getrocknetes Holz und einen Tau zurück. Und ich glaube, das ist so ziemlich auch der Preis, den ich dafür bezahlt habe. Achso, das wird jetzt manuell gemacht. Da muss ich erstmal wieder Pause ausschalten. Guck mal, da geht's los. Wer macht denn den Job hier? Wer ist das denn? Ach, ich setze noch meine Kopfhörer auf. Da habe ich auch ein bisschen Ingame-Sound. So. Wer ist das? Ist das Cindy Crawford? Pamela Anderson! Ja, Pammy. Sehr schön. Ein paar Ressourcen abtransportieren. Ich habe übrigens einen Kaffee. Prost. Sehr gut. Okay. Dann. Wie war das noch? Zack. Steg. Genau, und das. Ihr seht das. Ich kann leider nicht komplett. Warte mal. Klick. Und jetzt. Geht nicht ganz perfekt. Das geht gar nicht. Warte mal. Ein bisschen von der Seite kommen. Und jetzt. Ja, ich springe ins Wasser. Ah, da war es doch gerade. Es ist nicht so geil. Ich will das nicht so schief. Geht das nicht noch ein bisschen besser? Bau erstmal fertig. Mal gucken, ob ich gleich eine gute Lösung finde. Ja, hack, 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 hack. Dann sind sie alle fleißig dabei. So. Doch. Dauert. So, okay, hier ist offensichtlich. Warte mal. Nee, es funktioniert leider nicht so gut. Muss ich das so machen? Naja, ist nicht besonders schön, oder? Aber egal. So. Dann, was hatte ich denn hier? Ach ja, Fischkebab und Fischkebab. Da werden die getrocknet, glaube ich. So. Dann können wir die Boote nochmal wieder losschicken. Ich hatte hier noch irgendwo Fischis. Warte mal, gucken wir auf die Map. Da sind Fischis. Da kann ich mal so eine Fischerboje aufstellen. Wo waren noch Fischis? Da sind noch Fischis. Da kann ich auch eine Fischerboje aufstellen. Zup! Fischi, Fischi, Fischi. Da ist noch einer. Da. Zack. Sehr schön.
Also ein bisschen Holz. Und da wollen wir auch mal hin, in die Fabrikruinen. Aber erstmal gucke ich, ob ich hier noch irgendwas bauen will. Ja, ein paar Lagerplätze habe ich sogar noch. Ach ja, genau, ich wollte Häuser bauen. An dieser Stelle. Ich habe nämlich mittlerweile echt 8 Individuen inklusive 2 Möwen und nur 5 Schlafplätze. Das wollen wir natürlich nicht. So. Mal gucken, was habe ich denn noch geil. Ich kann ja mittlerweile wieder neue Boote bauen. Ich habe auch mehr Leute hier. Ja, alles schon. Ja, doch, ich hatte hier alles gebaut, meine ich. Genau. Okay, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Die Fischerboote oder das eine Fischerboot ist unterwegs. Und dann wollen wir mal diese... wo bist du? Da. Diese Fabrikruinen uns angucken. Oh, 15 Öl, 10 Schrott. Ja, geil. Komm, dann können wir direkt mal 3 Boote hinschicken. Da, guck mal. Das ist der erste. Zweite. Ja, düsen sie los. Wer sitzt da drin? Das ist Pamela Anderson. Auf der Schwarzbart. Simon fährt hier auf The Drifting Floater. Die haben wir noch gar nicht umbenannt. Und das ist doch Cindy, oder? Cindy Crawford? Pamela Anderson, das ist Pamela Anderson. Fährt auf der Henry Morgan. Ah ja, und die Fischis sind auch da. Guck mal. Oh, hier, das ist die Stördebäger. Oder Stördebäger. Oh. Oh ja, der pennt jetzt da, weil der hat nämlich kein Haus. Aber wenn wir gleich Schrott haben, dann können wir die neuen Häuser bauen. So, hier wird fleißig Brennholz erzeugt. Wasser haben wir für den Moment genug. Deswegen haben wir die hier, glaube ich, auch nicht. Genau, die sind nicht an, aber die haben genug Brennholz gelagert. Die können jederzeit das anschmeißen, wenn Wasser benötigt wird. Ja, hier können wir auch mal welche einlagern. Aber wir haben na, ein bisschen Treibstoff können wir machen, oder? So, wie sieht das jetzt hier aus? Ach, guck mal, die brauchen auch Warteschlange, Treibstoff 2, Import Fischis. Geil, gekochter Fisch. Hat mir hier auch eine Bilanz angezeigt, was ich an Lebensmitteln habe? Nee. Aber okay, also hier wird der Fisch hoffentlich jetzt gekocht. Schau, da ist hier unser Wal. Achso, ja, da gab es das Wasser, das holen wir uns gleich. Mal eben einsame Insel. Ist die jetzt schon. Ja, wo bist du denn? Da. Oh, das ist schon komplett leer. Fabrikruinen. Wasserturm. Einsame Insel hatte ich auch schon. Da hatte ich jemanden gerettet. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, da habe ich jemanden gerettet. Jetzt müssten die... Ah, da sind sie auf dem Rückweg. Ja, der ist komplett leer geräumt schon. Guck mal, da kommen die Hunde in die Booten. Hunger? Ja, zu Hause gibt es was zu essen. Also die ein bisschen ausruhen. Und jetzt habe ich genug Schrott und kann hier die Häuser bauen. Die Frage ist, ob ich die Betten abbauen soll. Was kriege ich denn dafür? 12 Holz. Was kostet mich so ein Bett? 12 Holz. Ich kriege wirklich alle Rohstoffe wieder. Dann kann ich die ja eigentlich abreißen und stattdessen dann nur hier diese Dinger hinbauen. Viel effizienter. Da muss niemand alleine auf dem Wasser schlafen. So. Den Steg vielleicht nochmal ein bisschen verlängern. Wie viele Häuser? 2 will ich noch bauen, oder? Dann habe ich genau A oder 2. Da habe ich auch 8.
Das ist auch ein bisschen komisch, ne? Also bis hier kostet mich das 8 Ressourcen, wenn ich einen halben Zentimeter weiter gehe, 16. Also es wird immer nur in so Abschnitten abgerechnet und nicht irgendwie pro Zentimeter. Ja, die Möwen haben auch gleich ihren Schlafplatz. Oh, das sind die fertigen Fischsticks. Guck mal. Ah. Da sind sie. Ah ja, gut. Sehr schön. Es fehlt ein Holz. Aber Brennholz wird doch hier hergestellt von Buddy. Ja, Buddy ist immer fleißig, ne? Ja, mach mal hier richtig. Brennholz brauche ich für alles Mögliche. 6 eingelagert, 5 eingelagert. Ja, das ist auch voll. Ah, okay. Das läuft doch alles. So, guck mal. Das ist auch gleich fertig. Wisst ihr was? Ich lasse die jetzt die Betten da einfach stehen. Auch noch 3. Schrott für ein weiteres Haus. Wenn das fertig ist, fehlt mir immer noch ein Schlafplatz. Ah, komm, ey, ich brauche jetzt hier einfach noch einen. Anstatt alle abzureißen, brauche ich eins dazu. Bisschen inkonsequent, ne? Egal. So. Sind die Fischis alle eingesammelt? Oh ne. Was ist das? Oh, da ist ja noch mehr. Ist ja schon eine Boje gesetzt. Hallo? Bleib. Ah, da, die Boje ist gesetzt. Ja, okay. Das dauert einfach ein bisschen länger. Ich könnte noch ein zweites Fischerboot bauen. Und zwar, wenn das hier so der Innenraum wird. Das ist außen. Könnte ich hier noch verlängern oder hier? Hier könnte ich auch noch einbauen. Guck mal. Zack. Parkplatz. So. Drei da. Zwei hier. Da können wir mal. Was kosten die eigentlich? Bin ich aufgepasst. Ach, die sind ja nicht so teuer. Dann können wir noch mal einen losschicken. Bergungsboje hier ins Holz. Das machen wir noch ein bisschen größer. So. Hier gerade nichts zu tun, ne? Fischkebab. Ja. Dauert ganz schön lang, ne? Mal vielleicht auch nochmal eine zweite bauen irgendwann. Dann hatte ich ja noch diese Sachen hier gebaut. Also jetzt mal gucken, die habe ich gar nicht wirklich benutzt. Ach, hier wird das recycelt. Ah. Okay, da kann ich ein Plastiknetz herstellen. Das mache ich doch jetzt einfach mal. Bin mir nicht sicher, wofür das Plastiknetz benutzt wird. Also klar, zum Fische fangen, das ist schon logisch. Aber ob das meine Boote verbessert, sozusagen, oder ob das für Leute ist, die dann ohne Boot losfahren. Der ist fertig, dann mache ich nochmal ein zweites Fischerboot. Dann geht das auch schneller. Habe ich, was habe ich jetzt? 3 von diesen geilen und 2 Fischerboote. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob mir das hier schnell genug geht mit dem Essen oder ob ich eventuell nochmal einen zweiten Fischkebabmann bauen muss. Frying Racks sind auch voll. Könnte ich irgendwann auch nochmal ein großes neues Drying Rack bauen. Aber momentan ist das okay. So, wie sieht das hier aus? Fährt da mal jemand hin? Oder sind die alle beschäftigt? Zumindest haben jetzt alle auch Schlafoptionen, ne? Das ist doch schon mal prima. Das Fischerboot ist auch fertig. Der müsste eigentlich dann direkt auch los.
Die Fischernetze sind auch fertig. Sehe ich das richtig? Werden die dann auf die Fische platziert? Ich weiß es nicht. Okay, da ist es. Zweite Fischerboot. Guck mal, das können wir auch nochmal. The Rusty Tub. Nee, das heißt. Wie nennen wir das denn? Wie wollen wir das nennen? Dieses Fischerboot, wir nennen es einfach. Wie heißt das noch von Forrest Gump? Dieser Fischkutter. Hab ich vergessen. Dann nenne ich den jetzt einfach. Fischmanieren. So. Denn wir haben Fischmanieren gelernt. So, wir bringen noch ein bisschen Holz. Haben wir natürlich haben wir noch richtig viel von, aber ey Leute, man muss alles mitnehmen, was man findet. So, mal gucken, haben wir denn. Ah ja, das Wasservieh haben wir noch nicht gelootet. Das machen wir nochmal. Bergen. Können wir ruhig mit zwei Schiffen einmal bergen. Und dann. Da kriegen wir auf jeden Fall Schrott. Da ist noch eine Insel. Die Sachen haben wir. Komm, dann schauen wir. Vielleicht können wir irgendwo noch einen Gestrandeten finden, dass wir dann noch jemanden retten. Ich fahre mal ein bisschen nach vorne. So sind die Inseln im Einzugsgebiet und da vorne die Fischis auch noch. Fahren wir nach da. Gut. Ich weiß nicht, ob die Bojen überhaupt noch gesetzt sind jetzt. Da wollen wir hin. Ja, die sind nämlich jetzt weg, die Fischbojen. Ich neu setzen. Aber jetzt geht das natürlich schneller mit den Bergen hier des Wasserturms. Guck mal hier. Die Briguinia, die haben wir auch schon. Alle und was ist hier drauf? Oh, 54 Schrott! Mega geil! Mega, mega, mega. Okay, das können wir mal schön weg. 6 Schrauben, 54 Schrott. Oh! Das ist ja mega stark hier. Das ist ein Schiffsfriedhof. Okay, super. Ja, da können wir uns mal richtig uns hier die Schrottlager voll machen. Die macht hier weiter Brennholz. Das ist gut. 12 Wasser. Ja, ist auch gut, dass wir jetzt hier noch ein bisschen Wasser bergen. Denn das ist ja kostenloses Wasser, ne? Das müssen wir, weil das Herstellen des Wassers kostet ja auch ganz schön viel Zeit und Ressourcen. Aber wer will da denn mal hinfahren? Leute. Die alle zu tun oder was? Oder pennt ihr alle oder was los? Da pennen sie tatsächlich welche, ne? Einer zumindest. Naja. Achso, und er macht hier, wer ist das? Bulli. Ey, immer wenn ich gucke, arbeitet Bulli. Die anderen nicht. So, hier trocknen wir unser Fisch. 180 Kunden. Haben wir auch nicht mehr hier diese Spores. Wir können kein Seaweed gerade herstellen, sodass wir wirklich auf die Fische angewiesen sind. Mann, das ist auch geil mit den Möwen, wie die hier immer unser Holz da so. Die sind richtig auch. Die helfen richtig mit, die Möwen. Finde ich gut, gute Möwen. Gute Freunde von mir. Guck mal, da kommt das Wasser an. Ich hab Lust, noch ein Boot zu bauen. Ich überlege gerade, wie ich das jetzt mache. Das muss auf jeden Fall der Außenbereich bleiben. Ich glaube, ich kriege hier aber auch keine weiteren Stege mehr ran. Also ich muss das Boot wächst immer jetzt in diese Richtung, weil das bleibt außen wegen der Schiffe und das bleibt außen wegen der Schiffe, so dass ich quasi hier weiter wachse. Wenn ich noch irgendwas bauen muss, dann baue ich das hier ran.
kann vielleicht noch. Ich baue noch einen Parkplatz. Noch genug Platz. Ach, warte mal. Kann hier auch gar nicht mehr unendlich wachsen. Hahaha. Ah, okay, so dass ich dann. Okay, dann muss ich hier dieses Gebiet auf jeden Fall noch erschließen. Aber ich kann ja eh nicht mehr so viel bauen. Daher ist das auch egal. Okay, da noch ein Parkplatz. Da können wir dann auch nochmal ein normales Schiff hinbauen. Dann haben wir 4 von diesen Bergungsschiffen. Und dann haben wir 5 Bewohner. Da kann ja theoretisch richtig schnell gelootet werden. Wenn wir alle mit einbeziehen in diese Arbeit. So, ich mach mit. Mal kurz wieder auf. Ja. Ordentlich. 18 Schrott. Gut. Wasserturm. Ah, da ist noch niemand gewesen. Hab ich das. Ach, wahrscheinlich, weil der Bergungsauftrag gelöscht wurde, nachdem ich das Boot bewegt habe. Deswegen. Und natürlich auch alle beschäftigt hier. Machst du? Komm her, Brudi. Okay, Simon macht hier Fischkebab. Ach, Florentin. Ah. Und das ist denn hier Eddie oder was? Nee, das ist schwer, Budi. Was? Wie viele Budis habe ich denn? Wer macht da voll? Erstmal alles verladen. So, da hat jemand die Zeit gefunden, loszufahren. Das ist der Eddie. Wo fährt er jetzt denn? Wasser holen, ne? Ja, Eddie holt Wasser. Sehr gut. Ach ja, hier kann ich Rohre bauen und Schrauben. Ich weiß aber noch nicht, wozu ich das brauche. Forschen. 25 Forschungspunkte. Ah, ist doch gut. Dann machen wir mal irgendwas mit Wasser. Wasser aufbereiten. Entsalzer. Okay, das sind Behälter. Da kann ich einfach mehr Wasser lagern. Ich mach mal Entsalzen. Brauch auch dieses Holz. Ah, da brauche ich die Rohre für. Und da brauche ich nur Wasser für. Das ist gut. Ich will beides. Kann ja auch beides freischalten. Okay, da bekomme ich einfach weiterentwickeltes Essen. Nee, ich mach mal das und das. Und dann baue ich die mal hier. Oder was fehlt mir? Ach, Rohre. Okay, dann gebe ich die Rohre in Auftrag. Wie viele? 4? 4. Und dafür. Oh, nochmal 8. Ah. Okay. Dauert, bis ich das fertig habe. Die produzieren mir dann wahrscheinlich schneller Wasser. Und das hier entzieht dem Meerwasser das Salz und da muss ich auch, glaube ich, kein Holz für aufwenden, was ganz praktisch ist. Ja. 9 Brennholz gelagert. Der hat 7. Ja, die haben ja auch alle genug, können kurzfristig loslegen. Das müssen wir jetzt auch mal machen, weil ich jetzt wieder Wasser brauche. Ach nee, da. Okay, wir haben neues Wasser bekommen. Aus dem. Da. Aus dem Wasserresort, was wir geplündert haben. Mal gucken, ist das hier schon leer? Oh ne, da ist immer noch eine Menge zu finden. Oh, wie sieht's hier aus? 20 Wasser. Ja, Leute, was will man mehr? Ist es nicht das Absurdeste überhaupt, die Vorstellung, auf dem Wasser zu leben, weil die Welt überschwemmt ist, aber man kann das nicht trinken, obwohl man drauf lebt.
Man muss ihm erst das Salz entziehen. Das fühlt sich irgendwie auch komisch an. Wäre es nicht viel einfacher, wenn man den Mensch genetisch so manipuliert, dass er das Salz rausfiltern könnte? Also es ist ja so, dass die Menge Salz, also die Menge Wasser, die benötigt wird, um das Salz dem Körper zu entziehen, ist höher. Also die, okay, ich fange von vorne an. Der Körper, der menschliche Körper, kann dem braucht eine bestimmte Anzahl Wasser, um sich zu entsalzen. Und die Menge. Versteht ihr, was ich meine? Es ist einfach zu viel Salz im Wasser. Aber wenn man den Körper manipuliert, dann kann man doch sicherlich mehr Wasser trinken. Es ist nur eine Frage, dass man den Körper dementsprechend ein bisschen manipuliert. Und sollten wir nicht jetzt damit anfangen? Also bevor die Welt komplett überflutet ist, würde es nicht Sinn machen, wenn wir jetzt anfangen würden, gezielt an den körperlichen Defiziten zu arbeiten, mit denen ein Mensch sich herumärgern müsste im Falle einer Apokalypse. Wäre das nicht mega klug und vorausschauend, jetzt zu sagen, okay, pass auf Leute, wenn die Meeresspiegel steigen, wir leben auf dem Wasser, würde das spätestens dann jetzt ja eigentlich auch schon Sinn machen, wenn wir mehr Wasser trinken können. Stell dich mal vor, man könnte mehr Wasser trinken. Wie viele Probleme damit auf einmal gelöst werden? Nicht jetzt unbedingt hier bei uns in Deutschland so, aber in anderen, in Afrika, in anderen Ländern der Welt. Also ich wäre zum Beispiel dafür zu sagen, okay, gezielte Forschung, welche Form der Genmanipulation muss man anwenden, damit der Mensch mehr Wasser trinken kann. Aber ich habe ja nichts zu melden. Man müsste einfach mal für eine Weile, ein paar Jahrzehnte Alleinherrscher sein. Da brauchen wir auch noch mal ein paar mehr von. Aber wir können... Nee, immer noch nicht. Zwei haben wir erst. Das ist ja gar nichts. Jetzt ist auch Wasser. Das ist gut. Ich brauche mehr Leute. Ich brauche mehr Freunde auf dem Boot. Ich habe zu viel zu tun. Wo gibt's denn mal wieder ein paar Inseln? Na... Hüttendorf? Gibt's da vielleicht noch ein paar mehr Einwohner? Ich weiß es nicht. Da gibt's wahrscheinlich Schrott. Da war ich ja schon. Da oben, ne? Auf der Hütte, da sieht man an der weißen Fahne einsame Insel. Die Ressourcen, ja, da waren wir überall schon. Das scheint mir tatsächlich dann das Letzte zu sein, was ich hier noch machen kann. Dann habe ich das Spiel durchgespielt. Hüttendorf und Fabrikruinen. Schade. Aber das wirkt wirklich sehr wenig. Es ist sehr wenig Content. Aber das, was wir haben, macht verdammt viel Spaß. Ich kann jetzt den Wasseraufbereiter bauen. Oh, der ist ganz schön groß. Dann kommst du mal hierher. Dann wird das hier wahrscheinlich noch größer sein, oder? Der Entsalzer. Habe ich hier wahrscheinlich keinen Platz mehr. Das machen wir jetzt mal ein bisschen, beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. Dass wir dann gleich noch die letzten Ruinen leeren können. Und dann haben wir wahrscheinlich irgendwann auch alles gebaut. Ja, und dann müssen wir warten, dass das Spiel Updates bekommt. Und dann werde ich es irgendwann natürlich nochmal machen, wenn nochmal ein fettes Update kommt. 5 Leute habe ich hier noch auf meinem Floß. Könnte das wirklich kommen? Also man, stell euch mal vor, dass das Spiel könnte wirklich ungefähr 5-mal so umfangreich sein. Dann würde man auch richtig lange damit Spaß haben. Die Map ist sehr klein. Aber man bekommt eine Idee, was es noch werden kann, dieses Spiel. Vielleicht trifft man irgendwann mal auf Gegner. Kann sich bekämpfen, kann man irgendwann Kanonen aufbauen, dass man wirklich dann auch sich gegen Feinde wehren kann. Vielleicht kommen irgendwann mal Piraten. Na, okay. Das ist doch gut. Das dauert natürlich ewig. Aber es bringt ein bisschen was.
Als nächstes noch zwei Rohre für den Entsalzer. Das machen wir dann auch nochmal. Oh, ich habe noch Rohre. Oh ne, ich muss hier neue Rohre in Auftrag geben. Ein Stück noch. Kostet auch richtig viel Schrott. Aber ist es wert. Und dann. Okay, die sind auch gelootet. Das sind die grüne Fahne. Oder keine grüne Fahne. Weil es komplett leer ist. So, wie ist es mit dem Wasserturm aus? Auch leer. Okay, dann warte ich jetzt nur noch. Obwohl, ich habe ja alles. Dann können wir direkt weiterfahren. Was ist mit dir noch? Ach, du hast das letzte Wasser noch. Okay, dann kannst du nochmal hier nach Hause kommen. Und dann fahren wir mal los, um die letzten unentdeckten Ruinen hier zu erforschen. Ah, der ist auch gleich zugange. Okay. Und zwar machen wir das dann mal. Guck mal, da ist noch was. Dass wir alles im Umkreis haben, so, ne? Oh, ist da noch ein Möwenfelsen? Krieg ich da noch eine Möwe? So. Zack, da nochmal hin. Da waren wir schon. Ah, ein bisschen weiter geht's noch. Guck mal hier, da ist noch was Interessantes. Da geht die Karte hier doch noch weiter und ich kann einfach nur hier nicht weiter. Vielleicht ist es doch noch mehr zu sehen, als ich dachte. Schauen wir mal. Also erstmal. Kann man hier sagen. Oh, das wird eine ganze Menge. Oh, hier kann man jemanden retten. Zwei Möwis. Yay, Leute. Retten wir die Möwen. Guck mal, da sind sie. Stefano. Was? Schon wieder Stefano? Habe ich nicht neulich einen Stefano erst gerettet? Die heißen ja genau wie die anderen. Die haben genau gleich einen Namen. Wie unkreativ sind denn die Möwen? Alle Möwenmänner heißen Stefano und alle Möwenweibchen heißen Steffi. Ah, und hier kann ich endlich wieder ein paar Algen züchten. Das ist auch ganz geil. Komm, mach mal ein Boot. Und. Oh, nee. Ah, der rettet. Ne, sie rettet jetzt die Möwis, glaube ich. Und. Das ist da. Den haben wir, glaube ich, jetzt. Den hier. Was ist hier? Verwuchertes Holzschiff. Da gibt es. Oh, Schrott und Holz. Ja, prima. Auch mal ein Schiff hin. Und dann haben wir noch. Hier ein paar Algen, glaube ich, oder? Ja. Oh ja. Oh ja, sehr schön. So. Jetzt auch mal bergen. Gut. Dann muss ich hier direkt mal ein neues Haus bauen. Denn wir bekommen ja Neuankömmlinge. Das ist mir jetzt auch, glaube ich, immer wichtiger als der Entsalzer. Ich will, dass die alle happy sind. Da, Stefano hat sich Bödefeld angeschlossen. Guter Mann. So, bauen wir hier noch einen. Habe ich auch genug? Ja, habe ich. So, für die beiden Möwis können die hier auch schön zusammen wohnen. Meine sich ja, glaube ich, auch. Wenn man die nicht so auseinanderreißen muss. Ah ja, ich habe doch noch genug Materialien hierfür. Wie groß ist der? Oh, der ist ja nicht so groß. Oh, hier passt der nicht mehr hin. Ne? Nee. Schade. Dann hier noch hin. Ah ja, hier passt es noch. Na, weiter geschrieben. So, okay, cool. Sehr schön. Dann hier ist unser Wasser. Water Road. Sehr schön. Was ist hiermit? Kann ich wieder irgendwas erforschen? Ein großer Wasserbehälter. Ah, komm. Dann kann ich mehr davon lagern. Das ist ja vielleicht auch gar nicht so dumm, oder? Lärm. Ah, der drei Rohre. Rohrbau. Drei Stück. Ich bin mir echt nicht sicher, was ich mit diesem Plastik. Ist überraschend gut, ja, aber was mache ich mit diesem Plastiknetz? Wird das.
Also verbessert das meine Fischerbude? Ich weiß es einfach nicht. Wir werden sehen. So, aber die können ja leider nur... Also die machen nur Trägerarbeiten leider. Hier noch ein Parkplatz, oder? Habe ich noch einen hinten? Oh no. Schade, knapp. Ich kann keinen Parkplatz mehr. Schade. Müssen hier nochmal weiter ausbauen. Weil es jetzt nicht so unbedingt wichtig ist, die sollen erstmal weiter arbeiten. So, dann beeilt euch mal ein bisschen. Ist das Haus fertig? Auch noch nicht fertig. Ja, die haben alle zu viel zu tun gerade, ne? Schon. Sehr schön. Wie sieht's aus? Ein Schrott. Ja, da muss mal wieder mehr Schrott kommen. Aber die Bilanz ist gut, alles gut. Nahrung, Wasser, alles sieht gut aus. Wird richtig geackert. Alle haben zu tun. Niemand liegt auf der faulen Haut. Na, mal gucken, kann ich hier schon so ein... Ja, die sind noch nicht fertig. Arbeitet hier überhaupt jemand? Guck mal hier. Der Entsalzer. Was brauche ich denn für den Entsalzer? Achso, der ist noch gar nicht fertig. Der sah schon so fertig aus. Knall. So, was muss ich denn machen? Natürlich braucht der auch Brennholz. Ist der denn irgendwie effizienter? Der muss ja besser sein als die Destillerie. Mehrwert des Gegenstands. 60 Sekunden. Ein Drifter. Holz und 60 Sekunden. Also, ich hoffe mal, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Kriegt 2 Trinkwasser pro Ladung oder was? Und da ein. Ist das der Unterschied? Ich krieg in 60 Sekunden 2 Wasser und da kriege ich in 60 Sekunden 1 Wasser. Das heißt, dann wäre die Holzbilanz dementsprechend hier auch besser, oder? Muss ja, sonst macht es ja gar keinen Sinn, das zu erforschen und zu bauen. Und der macht einfach von ganz alleine. Eigentlich bräuchte ich nur noch solche passiven Wasseraufbereiter, weil die keine Rohstoffe verbrauchen. Dauert natürlich ewig, 450 Sekunden für ein Wasser. Aber wenn man das ausrechnet, wie viel Wasser verbraucht ein Drifter, und dann könnte man wahrscheinlich genau die Anzahl an Wasseraufbereitern sich ausrechnen und dann bräuchte man zumindest keine Rohstoffe mehr. So, jetzt gucken wir mal. Wie sieht das denn hier aus mit denen? Okay, da wird noch fleißig gelootet. Das ist gut. Sieht das hier aus mit den Algen. Sehr schön, die sind fertig. Hier. Wo bist du? Insel? Hallo? Hallo? Ja. Ah ja, ist das gerade ein Boot? Ja, guck, der sammelt hier gerade. Nee, sie sammelt hier gerade. Sehr schön. Cindy Crawford! Die ist immer so glücklich. Cindy Crawford. Ich glaube, wenn ich auf der hier arbeiten würde, würde ich Cindy Crawford vielleicht. Ich glaube, ich würde sie heiraten. Und ihr den Hof machen. Die ist immer so glücklich und arbeitet so. Oh, sie hat immer ein Lächeln auf der Lippe. Auf den Lippen. Und das mag ich, weil ich selbst ja auch so ein fleißiger, produktiver Typ bin. Okay, ja. Kommt sie mal schnell nach Hause. Gedüst. So. Muss ich schneller machen. Können wir euch die anderen Inseln uns auch nochmal angucken. Achso, der arbeitet schon nicht mehr. Dann wollte ich irgendwann nochmal hier genau so einen neuen Wassertopf bauen. Wie groß muss der denn sein? Der könnte theoretisch sogar hier noch hin. Naja, guck mal. Ist der Weg nicht so weit. Dann machen wir dann noch so einen Wassertopf. Das ist auch gut, dann liegen die schön weit auseinander. Dann können die ihren Durst hier stillen und darstellen. Dann müssen die nicht immer
reinlaufen und haben auch verschiedene Optionen. Macht ja auch einen Sinn, oder? Brauchen wir noch irgendwas? Achso, fischig sind hier alle, ne? Ich habe nichts mehr gemacht. Ist hier noch ein Fischreservoir? Ja, da sind noch Fischis. Mal. Ja. Dann machen wir nochmal eine Fischerboje. Guck. Kann da sogar mehrere hinschicken. Ich weiß nicht, wie viele Fische kriegen die denn mit pro Fischzug? Keine Ahnung. Die haben wir jetzt hier gar nicht mitgenommen. Okay. Ja, unterwegs jetzt schon. Der Fischer? Ich hoffe doch sehr. 31 Nahrung. Guck mal, hier wächst jetzt auch wieder mein Algengelump. Sehr schön. Das ist der neue Wassertank. Oh, der ist ja noch richtig viel Platz. Sehr gut. Dann können wir ja nochmal hier ein bisschen Wasser nachpumpen. Du machst noch den. Okay, das ist auch in Ordnung. Den Forschungspunkt. Ja, das Kleinwasser, da brauchen wir nicht. Fischerhütte und einen Foodtruck. Also, da brauchen wir halt Fischis und diese Algen. Und wir kriegen halt Sushis und den Fisch raus. Ah, für die brauchen wir die Netze. Okay, das ich spare mir das auf. Da müssen wir als Köder hier diese Algen nehmen und können dann Fische daraus ziehen. Aber dann brauche ich keine Schwärme mehr an der Oberfläche. Natürlich immer schade, dass ich dann das Zeug brauche, weil das muss man ja auch mal looten. So. Wie sieht's denn hier aus? Wir haben noch alle zu tun, aber ich will jetzt eigentlich mal wissen, ob die Sachen alle abgeerntet sind. Warte mal. Oh ja, das ist noch nicht, noch bei weitem nicht. Können wir nochmal ein zweites. Nur so nervig, muss ich abbrechen. Wenn ich einen mehr hinschicken will, muss ich das erstmal abbrechen. Das ist auch irgendwie ein bisschen Quatsch. Plastik habe ich auch noch, okay. Der war leer. Und der andere müsste jetzt eigentlich auch leer sein. Der war. Ja, der ist auch leer. Okay. Dann lass uns mal schnell. Beziehungsweise ich könnte ja auch. Mal nach oben fahren. Dann können wir die Inseln da schon mal in Angriff nehmen. Die Fische ist ja auch. Wie sieht's da aus? Da ist das, wo wir schon waren. Diese wollen wir uns nochmal angucken. Dann fahr doch einfach nochmal ein bisschen nach oben. Und zwar so. Da fährst du. Aus. Move Town. Dim 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 dim. Da gibt es jetzt neue Algen. Ich würde so gerne noch einen Bewohner retten. Da, warte mal, wohnt hier noch einer? Ne, das ist oder? Einsame Insel, wohnt da einer? Was meint ihr? Hüttendorf? Lange Insel, Fabrikruin. Mal gucken. Erstmal hier der, müssen wir jetzt wieder diesen Auftrag erneuern. Der ist ja schon wieder gelöscht worden. Da machen wir hier mal eine Fischboje. Und hier machen wir eine Fischboje. Mal, da schwärmen sie alle aus. Sehr gut, Jungs. Ihr habt's drauf. Jetzt habe ich wahrscheinlich jetzt wieder Punkte. Ja, jetzt 5. Ich genug Punkte für so eine Tiefseefischerei. Was kostet die mich denn? Nee, lass mal die Boje weg. Ich wollte keine Boje. Hallo? Hier, meine Tiefseefischerei. Ein Netz, ein Seil und zwei Netze. Okay, das ist auch gar kein Problem. Bitte bauen Sie mir noch
zwei Netze. Und hier kann ich mir die Seile bauen. Upp. So. Und das ist gleich fertig, okay. Was, zwei Seile? Ja. Nee, was? Ein Seil sogar noch. Okay. Das können wir auch gleich richtig gut bergen. Jetzt bin ich mal gespannt, was ist denn. Boah. 40 Holz, 5 Schrott, 5. Ich würde ja so gerne, das ist auch so eine Kleinigkeit, ne, dass ich jetzt nicht zum Beispiel sagen kann, das ist mir nicht so wichtig. Diese beiden Sachen sind mir wichtig, weil ich habe ja relativ viel Holz noch. Das finde ich ein bisschen nervig. Ja. Hier, aber keine Bewohner. Keine neuen Bewohner, das ist schade. Ja, das sieht aus. Fahren sie nach Hause, haben sie leer geräumt. Ne, noch 10 Schrott. Dann ist das auch leer. Und beeilt euch mal ein bisschen. Da sind auch noch nicht fertig. Da sind alle unterwegs, ne? Wasser 17, 18. Ja, kannst du ein bisschen Wasser. Kannst du nochmal abkochen. Und jetzt kann ich hier meine Fischhütte bauen. Da 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 da. Wo baue ich dich denn mal hin? Kann ich dich hier bauen in die Mitte? Nee. Leider nicht. Da darf ich auch nicht mehr bauen. Hier kann ich bauen, guck mal. Zack, Fischhütte. Ist auch ganz gut, weil hier ist der andere Fischereibetrieb, dann stinkt das nur hier noch Fisch. Und hier die Möwen hier. Die bringen ganze Materialien dahin. Die sind super, die Möwen. Zack, 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 zack. So, hier können wir auch mal anfangen zu bergen. Der bringt noch ein bisschen Wasser. Ne, der Durst, der bringt Schrott. Ah ja, das ist gut. Da schwärmen sie aus. Das ist irgendwie das Geilste, wenn die Boote da so hin paddeln. Mal gucken, ob der. Okay, das ist, glaube ich, leer, weil da ist jetzt diese Fahne, ne? Da. Schön. Die Fische sind auch geerntet, wie mir scheint. Ah, da ist auch noch Benzin. Da kann auch noch einer hin. Sehr schön, okay. Und die hätte ich ja auch einen geschickt, ne? Meine ich. Oh, nur noch 3. Von den Spores. Müssen da noch nicht 2 hin. Der ist fertig. Oh, das ist der Simon. Ich kann leider nicht reingehen, Simon. Weil ich gerade Sendung mache. Das musst du doch verstehen. Hm. Was? Nee. Zack. Hier, da können auch mal 2 jetzt hin. Jetzt ist das andere ja fertig. Vielleicht baue ich mir noch ein Schiff. Ich habe jetzt 3 Bergungsschiffe habe ich, ne? 1, 2 Anlegestellen. Genau, 4. Ich habe 2. Nee, warte mal. 6 Anlegestellen. Habe ich 2 Fischi, 2 Fischis. Und 4 von den anderen Booten. Oder habe ich da, habe ich überhaupt noch ein Fisch gebaut? Ein Schiff gebaut? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Fischmanieren und Störbeger. Ah, das ist auch gleich. Fertig. Zack, zack. Das Ding ist fertig. Dann können wir eigentlich mal wieder ein bisschen nach vorne fahren. So. Hüttendorf, genau, Hüttendorf. Im Hüttendorf ist doch bestimmt irgendwas zu finden, oder? Leute. Dann machen wir das mal so. Ja. So, jetzt da.
So, weh, da wohnt jetzt niemand mehr. Das wäre wirklich sehr enttäuschend. Da könnte jemand wohnen. Einsame Insel. Da war ich ja schon, einsame Insel. So, mal gucken. Nee, gerade. Und auch niemand. Das ist ja ein bisschen schade. Ich hatte wirklich die Hoffnung, dass da einer wohnt, aber. Okay, dann müssen wir hier nochmal erstmal looten, dann nehmen wir die Fischis hier, dann machen wir eine schöne Boje hin. Bam. Und. Bam. Ja, so viel Neues gibt es hier nicht mehr, leider, ne? Das Gefühl, ich habe die meisten Sachen. Ich kann noch ein bisschen was erforschen. Jetzt habe ich wieder 15 Forscherpunkte. Da kann ich mir noch. Jetzt kann ich beides sogar freischalten. Guck mal, jetzt könnte ich mir diesen Food Truck. Ich brauche eigentlich. Das brauche ich nicht mehr, aber ich habe es jetzt ja. Aber einen kleinen Wasserbehälter, da brauche ich eigentlich nicht mehr. So, guck mal, jetzt habe ich das hier gleich fertig. Dann bauen wir nochmal einen Food Truck. Ah, passt du da sogar mit hin? Doch gerade gepasst. So. Zack, Food Truck. Dann habe ich das auch. Dann haben wir eigentlich alles gebaut, was das Spiel uns bietet. Ah, muss man langsam wieder ein bisschen Trinkwasser bauen. Nach Polder. Luzi, wie sieht das hier aus? Ah, da kommt auch gleich ein bisschen was. Aber wirklich nur ein Tropfen in so langer Zeit. Das ist ja wirklich ein bisschen miserabel. Da muss man ja richtig viel von bauen. Die Bilanz ist ein bisschen ausbaufähig, möchte ich mal meinen. Ich glaube, hier ist Feierabend. Das ist die letzte Insel noch. Und dann meine ich, haben wir so ziemlich alles entdeckt. Und dann war das auch die letzte Folge fürs erste Floatsim. War da eigentlich, oder? So. Da machst du Wasser. 50. Boah, guck mal hier, 50 Lebensmittel. Die läuft hier richtig, die Industrie. So, Food Truck. Guck mal, wir können gekochten Fisch oder geil. Oh, hier geil Sushi. 5. Kriege ich da raus. Und da kriege ich nur ein. Aber da kriege ich hier richtig 5. Dann machen wir ein bisschen Sushi. Natürlich sollte man nicht so lange lagern, Sushi, den muss man frisch essen. Super. Die ist fertig. Fertig. Fischis. Auch eingesammelt. Dann, da ist eine Fahne, dann fahren wir hier nochmal eben nach vorne. Mal direkt an die Insel ran. Dann nehmen wir die auch noch mit. Ja, das gucken wir uns auch noch an. Okay, hier fahren wir nochmal hin. Oder kommt hier noch mehr geiler Scheiß? Oh! Also schlecht ist das doch gar nicht. Holz, Plastik habe ich noch genug. Guck mal, hier kannst du mal eben mit 3 Schiffen bergen. Das ist ja wirklich nicht. Ja, fahren Sie los. Sehr gut. Wie sieht das hier aus mit dem Sushi? Sushi sieht 70 Nahrung. Geil. Wasser muss weiter produziert werden. Nahrung läuft. Wie sieht das aus mit unserem Fischermann hier? Erstmal ein bisschen looten. Dann können wir auch jemanden abstellen zum Fischen, aber das sieht ja ganz gut aus momentan an der Essensfront. Oh, Lager ist bald voll, ne? Vielleicht brauche ich nochmal ein neues Lager. Zu viel geilen Scheiß. Besitze zu viel. Da haben wir auch. Ich besitze zu viel. Oh, aber Seile besitze ich nicht genug. Zwei Seile bauen. Ja, ein neues Lager irgendwo errichten. So. Ja, fast schon leer geräumt, meine Jungs und Mädels.
Mann, die bauen es hier richtig ab. Ist das nicht geil? Die bauen halt wirklich die Insel richtig ab. Tragen das Holz ab. Und das ist auch trockenes Holz direkt. Das muss nicht mehr aufgehängt werden zum Trocknen. So, und hier kommt die letzte Fuhre. Das Ding. Dann ist die auch gleich. Noch 5 Nahrungsmittel. Die jetzt her. Naja, okay, das war jetzt natürlich ein bisschen Quatsch, dass sie jetzt die Hütte abgebaut hat für die Nahrungsmittel, aber okay. Sehr schön. Dann ist das jetzt auch weggelootet. Dann gehen wir nochmal hier eben gucken. So. Machen die nochmal leer. Was ist das? Aufgegebene Motorboote. Ja, das ist wahrscheinlich Schrott. Ja, aber neue Leute finde ich hier jetzt gerade so nicht mehr. Oder? Doch! Yay! Yeah! Carlton Bobbington retten! Yes! Neuer Mitbewohner! Nice! Nice, Leute! Wer macht sich denn auf den Weg? Wer ist es denn? Da stiefelt er hoch. Ich glaube, es ist Eddie, oder? Buddy, natürlich Buddy. Verwechsel die beiden mal. Die sehen sich so ähnlich. Ja, hallo! Ja, wir wissen das natürlich. Jeder, der gerettet wird, bekommt natürlich erstmal einen Namen. Man kann nicht seine alte Identität mit auf die Insel nehmen. Das wollen wir nicht. Denn mit der alten Identität kommen auch alte Eigenschaften. Jähzorn, Gier, soziale Inkompetenz, Faulheit. All diese Eigenarten wollen wir diesen Menschen über Bord schmeißen. Genau wie den alten Namen. Und deswegen werden sie neu getauft. Und diesen neuen Bewohner hier. Mal kurz mal, damit ich ihn mal zu fassen kriege. Mal pausieren. Da. Du heißt natürlich nicht mehr Carlton Bobbington, sondern du bekommst einen ganz neuen Namen. Wen wollen wir nochmal einziehen lassen auf die Insel? Habt ihr eine Idee? Wie wäre es mit. Könnten wir nochmal Daniel Schröckert? So nicht, ne? Daniel. Schröckert. Was? Schröckert. Zack. Sehr schön. So, Daniel Schröckert mit an Bord. Herzlich willkommen. An Bord der Bödefeld. Aber nicht, dass du denkst, du kannst dich jetzt hier großartig ausruhen. Selbstverständlich musst du mit anpacken, wie alle anderen auch. Dafür bekommst du auch eine Hütte. Geht natürlich nicht. Dann brauchen wir dem erstmal ein Bett. Und dann, wie sieht's hier aus? Oh, vielleicht ist dann in dem anderen Dingsbums da auch noch was zu holen. Noch ein neuer Bewohner. Das wäre ja super. Das wäre doch echt gut. Na? Noch nicht fertig? Ne, fehlen noch 2 Holz. Währenddessen wird hier gelootet. Dann laufen wir wieder hoch. Ich mag die Idee des Spiels sehr, sehr gerne. Das macht echt Laune. Wenn es ein bisschen mehr Umfang noch hätte, also was heißt ein bisschen, ungefähr 5-mal so viel, aber da kann man so viel draus machen aus diesem Ding. Wirklich, ey, stellt euch vor, wirklich so mit Piraten irgendwann und so. Kann man selber vielleicht so kleine Piratenschiffe bauen, die dann anlegen, die kann man dann auf Kaperfahrt schicken, dass sie andere Flöße überfallen und denen die Ressourcen klauen. Da steckt eine Menge Potenzial hinter. Ja, ein paar Fischis noch mitnehmen. Dann gucken wir uns gleich nochmal an. Wir holen die Fischis. Oh, da sind noch mehrere Fischis. Oh, ganz viele Fischis. Aber genau hier könnte auch noch jemand wohnen. Wir sind fertig, da ist jetzt. Dann fahren wir mal ein bisschen mal
Ach, ein bisschen näher ran. Ach, wir fahren direkt um Scheiß auf die Fischis und alles. Wir wollen jetzt mal ein bisschen Meter machen. Erstmal genug. Ich glaube, das war es hier so langsam auch, oder? Scheint mir nicht mehr viel zu sein. Gut, dann. Ja, da wohnt doch noch einer. Alter, Nicole Barnacle. Oh, ist das nice. Jetzt retten wir noch Nicole Barnacle. Wo ist sie denn? Da oben. Hi, Nicole. Nicole Barnacle wird natürlich... Ich darf sie noch nicht umbenennen, weil ich sie noch nicht offiziell gerettet habe. Ich muss erstmal... Ihr Retter, wer schwingt sich auf, der Retter zu sein? Das ist doch der Buddy. Ah, da sieht ihm aber auch ähnlich, ne? Er ist der Rettersmann. So, Nicole Barnacle, bist du bereit, eine neue Identität und ein neues Leben zu beginnen? Gerettet! So, jetzt müsste es gehen. Sehr schön. Du heißt natürlich Kate Moss, ne? Kate Moss ist jetzt mit bei uns auf dem Floß. Ah, ja, 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 ja. Oh, hier ist noch ein bisschen Plastik. Mal ein bisschen Plastik bluten, was meint ihr? So, und dann brauchen wir natürlich, jetzt brauchen wir wirklich wieder mal was Neues hier. Ich muss den Steg vergrößern. Wo ist die 8? Da fällt die 8. Spam. 13 Wasser nur noch. Mal ein bisschen wieder ein bisschen Wasser pumpen. Können wir hier eigentlich auch nochmal. Ja, die Bilanz ist hier schon ein bisschen besser. Und dann müssen auch nicht zu viele Leute jetzt noch arbeiten. So, ein bisschen von dem Plastik kann man nochmal gebrauchen. Wie viel Schiff habe ich jetzt? Ich würde nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Kann ich noch ein Schiff bauen? Und noch ein Schiff hier parken lassen. Oh ja, da ist der Steg ist noch nicht ganz fertig. Da bauen wir jetzt nochmal ein Haus. Hier, wo seid ihr da? Zack. So, ein Haus. Ah, die Möwen machen sich direkt an die Arbeit. Gute Möwen. Haben wir noch hier Fischis in näherer Umgebung. Ja, sind jetzt alle weg. Ja, und ich befürchte, das war's, ne? Da sind noch bedeckte Felsen. Also ich weiß nicht, ich kann ja theoretisch schon mal in die Richtung noch fahren. Da ist noch irgendwas. Aber ich glaube nicht, dass die Karte noch besonders viel hergibt. Ah, da, dieses Hüttendorf. Vielleicht wohnt da ja noch jemand, obwohl, nee, ne? Da können wir aber nochmal hin. Gucken wir uns nochmal an. Was hier noch ist. Aber ich glaube nicht besonders viel. Ich glaube, wir haben das Spiel an seine Grenzen gebracht. Vielleicht habe ich noch irgendwo Trinkwasseroase. Ein Mitbewohner hier übersehen, den ich retten könnte. Was haben wir hier? Ja, guck mal, ne? Das können wir eigentlich mal in vier... Ne, es geht nur maximal 3. Okay. Also 4 Booten hätte jeder nur einmal fahren müssen. Ja, ihr Lieben, dann baue ich jetzt hier mal eben noch schnell ein Lager, aber dann habe ich das Spiel, glaube ich, so ziemlich durchgespielt. Oh, guck mal hier, da kommt ein großes Lager noch rein. Das ist ja sehr opportun. Ja, habe ich das Spiel so gut wie durchgespielt. Und es hat mir großen Spaß gemacht. Ich warte sehr sehnsüchtig auf das Update. Was hoffentlich ja kommt. Die arbeiten ja weiter fleißig dran. Das ist ja eine Alpha. Und dann bin ich mal gespannt, wie viel Content da noch reinkommt. Und fürs Erste ist das hier unsere Stadt. Unsere schöne Stadt Bödefeld. Mit nunmehr 8 Einwohnern und 4 Möwen. Die, glaube ich, überlebensfähig ist. So wie ich das sehe, geht es denen gut. Essen ist da, Trinken ist da, gibt sogar leckeres Sushi. Kann man sich eigentlich schöner nicht wünschen. Ab und zu mal eine Insel, auf der man chillen kann. Und mit diesen glücklichen Menschen, die im Hintergrund vor mir rumwieseln,
Verabschiede ich mich von euch. Das war für die vorerst letzte Ausgabe Flotsam. Das war ich euch noch schuldig und mir auch. Das war's von mir. Tschüss und auf Wiedersehen.